Das war zunächst mal bestimmt meine erste Lehrerin, Anna Stadler, von der ich eigentlich den schönen Klavierton gelernt habe. Dann mein Lehrer Ludwig Hoffmann. Bei ihm studierte ich übrigens in diesem Raum. Also hier in diesem Raum war ich schon mit 17 Jahren und habe dann mein Klavierstudium hier an der Musikhochschule München begonnen. Danach ging ich für 2 Jahre nach Baltimore zu Leon Fleischer. Leon Fleischer war Schüler von Arthur Schnabel und Arthur Schnabel wiederum Schüler von Theodor Leschetizky, dieser Schüler von Karl Czerny und Czerny war Schüler von Beethoven. Die langjährige Freundschaft zum Komponisten Harald Genzmar war für mich auch sehr wichtig. Er hat mich wirklich aufgeschlossen gemacht für die Musik des 20. Jahrhunderts. Er war von einer immensen Vitalität. Und ich habe seine Geradlinigkeit bewundert. Er ist unabhängig von irgendwelchen musikalischen Strömungen immer seinen Weg gegangen, unbeirrbar und war sehr an meinen Aktivitäten interessiert. Hat eben dann auch mir einige Werke gewidmet, auch sein letztes großes Werk, eine Fantasie des Abschieds, wie ein Traum am Rande der Unendlichkeit. Ja, und dann möchte ich eigentlich mich noch bedanken, sozusagen posthum bei Claudio Abbado. Ich hatte noch das große Glück, mit ihm zu arbeiten. Übrigens auch das zweite Klavierkonzert von Beethoven. Und er hatte eine unglaubliche Ebene des Hörens, wie ich es noch nie zuvor kennenlernte. Also er hat die Musik innerlich immer gehört. Bei einer Probe fragte ich ihn, ob ich eine Stelle nochmal spielen dürfte oder vielleicht noch ein drittes Mal. Da lächelte er eigentlich nur und sagte, ja, das kannst du noch 10-mal spielen. Beethoven ist doch so eine wunderbare Musik. Also für mich als Pianistin hat die Klaviermusik von Beethoven bestimmt zum großen Teil mein musikalisches Leben bestimmt. Es ist natürlich für einen Pianisten immer eine riesige Herausforderung, die Sonaten, die Klavierkonzerte oder Variationen von Beethoven zu spielen, weil sie sind alle auf intellektueller und emotionaler und pianistischer Ebene einfach vom höchsten Format. Und was mich an der Musik Beethovens wirklich fasziniert, ist einfach seine Originalität und seine Fantasie und seine Modernität auch. Ja, ich glaube irgendwie, das ist schon so ein Gefühl, als ob es da einen unsichtbaren Draht gäbe. Und ich kann mir schon vorstellen, dass selbst wenn dieser Weg sozusagen über verschiedene Generationen abläuft, dass wichtige Informationen oder entscheidende musikalische Dinge, dass die weitergehen, weil es alles eben wunderbare Pädagogen waren. Damals glaube ich so 11 oder 12 Jahre, da hörte ich das WKO zum ersten Mal in München übrigens mit Martha Argerich und damals war Jörg Färber noch Dirigent. Ich war so begeistert schon als Kind von dem wirklich so schönen Klang. Es war einfach, es hat damals schon also wirklich ganz hervorragend gespielt, also Weltklasse einfach. Und wenig Jahre später wurde ich dann eingeladen vom WKO und der Klang ist bis heute so geblieben. Und wir haben auch damals ein Konzert erst eingespielt von Harald Genzmar. Der hat auf meine Bitte hin, auf meine Anregung hin, hatte ein Konzert für Klavier, Trompete und Streicher komponiert. Und das war auch mein großer Wunsch, dieses Konzert mit dem WKO zu spielen. Also, ich muss sagen, es war von Anfang an sehr harmonisch. Es hat wunderbar funktioniert. Die Musiker haben sehr genau aufeinander gehört,
auf mich gehört. Und ich habe Ruben Gasarian wahrgenommen als einen äußerst temperamentvollen, leidenschaftlichen Dirigenten, der aber auch mit einer sehr großen Klarheit und Präzision den Takt gibt und inspirieren kann. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Einmaligkeit in einem Konzert wirklich nur spürbar ist, wenn man unmittelbar in dem Konzert drin ist. Also es ist sicher keine andere Qualität, wenn ich das dann auf YouTube sehe, aber diese Einmaligkeit wird man nur im Konzert erleben.